Helsinki 1952. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte nimmt die Sowjetunion an den Olympischen Spielen teil. Die Wettbewerbe beginnen mit dem Diskuswurf der Frauen. Und dann erlebt die Welt eine Sensation. Gold für die Sowjetunion. Ganz oben auf dem Treppchen Nina Ponomareva. Innerhalb dieser 2,5 Minuten ging mir alles durch den Kopf. Blitzartig. Wo ich bin, wer ich bin, wie ich in der Taiga geboren wurde. Ich stehe da und zu meinen Ehren wird die Hymne meiner Heimat gespielt. Das war unbeschreiblich. Nina wurde feierlich zur Meisterin des Sportes erklärt und als Heldin der Arbeit geehrt. Ihre kleine Wohnung in Moskau ist vollgestopft mit Orden und Medaillen. Ninas größter Stolz ist noch immer die olympische Goldmedaille. Zu sagen, dass ich in Helsinki gewinnen könnte, das wäre mir damals nie in den Sinn gekommen. Dann hätten sie mich gar nicht erst mitgenommen, sondern ins Irrenhaus gesteckt. Nur ein Foto der Mutter erinnert noch an Ninas Kindheit. Sie kam in einem Arbeitslager zur Welt. Niemand hätte geglaubt, dass aus Nina einmal eine sowjetische Sportheldin werden könnte. Die Mutter war Bäuerin in der Ukraine. Stalin ließ sie nach Sibirien deportieren. Die kleine Familie überlebte. Nach ihrer Befreiung wollten sie im Kaukasus ein neues Leben anfangen. Doch dann begann der Zweite Weltkrieg. Das war das Schlimmste für mich, als der Krieg ausgerufen wurde. Als der große Platz in unserem Dorf auf einmal leer war, weil alle an die Front gegangen sind. Und als der Krieg so schnell zu uns kam, die Nazis haben unser Dorf besetzt. Es war schrecklich. Wir waren ja noch Kinder und hatten nichts zu essen. Es gab nichts mehr. Die Geschäfte waren leer. Aber wir haben auch diese schweren Jahre überlebt. Diese Erfahrungen haben uns stark gemacht. Wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Nina wächst in einem Land der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten auf. In der Sowjetunion heißt es, kann jeder ein Held werden und Unvorstellbares leisten. Für sich und sein Land. Von dieser Botschaft lassen sich viele begeistern. Nina ist gerade 19 Jahre alt, als sie die Chance ihres Lebens bekommt. Ich war schon eine junge Dame damals, habe mich schon für die Jungen interessiert. Da kommt plötzlich ein Sporttrainer zu uns ins Dorf, gibt mir ein Sporttrikot mit dem Spartak-Emblem und sagt, morgen machst du bei einem Hürdenlauf mit. Wir hatten doch noch nicht einmal ein Stadion. Es gab nur so eine Art Fußballfeld in unserem Park, wo die Jungs immer spielten. Aber er sagte, morgen gibt es hier einen Hürdenlauf. Ihr spinnt wohl. Ich? Ich soll 500 Meter laufen? Der sowjetische Mensch bildet seinen Geist und stählt seinen Körper. Nach dem Krieg entdeckt die Sowjetunion den Sport als Propagandamittel, durchkämmt das ganze Land nach Talenten, um den Westen auch auf diesem Gebiet zu übertrumpfen. Und so kommt es, dass das Dorfmädchen Nina plötzlich einen Hürdenlauf absolvieren soll. Hürdenlauf ist ja eine Strecke mit Hindernissen. Aber woher sollte ich das wissen? Zuerst lag ich vorne, aber dann fragte ich mich an der Hürde, was denn das nun schon wieder zu bedeuten hatte. Und da holten mich die anderen ein. Und ich wieder hinterher. Doch es war schon kurz vor dem Ziel. Und hätte ich noch 500 Meter gehabt, hätte ich sie vermutlich wieder eingeholt. So bin ich Dritte geworden. Doch die Zeit war sehr gut. Es war trotzdem ein sehr gutes Ergebnis. Und da ist in mir so ein kleiner Teufel erwacht. Nina kann nicht nur schnell laufen.
Sie ist auch in anderen sportlichen Disziplinen außerordentlich begabt. Und soll das bei Wettkämpfen im ganzen Land beweisen. Bis die Funktionäre wissen, was Nina am besten kann. Das Diskuswerfen kannte ich am Anfang natürlich auch nicht. Ich habe es mir einfach angeguckt und man hat mir erzählt, wie es geht. Ich schaute mir alles ab, überall, wo ich konnte, versuchte alles aufzuschnappen. Das waren meine ersten Schritte. Zu Hause in meinem Dorf bin ich gelaufen. In Stavropol musste ich zum Speerwerfen antreten. In Rostow war das Diskuswerfen. Die russischen Meisterschaften habe ich mit diesem Finger gewonnen. Damals war er noch gesund. Nina Ponomareva, das Mädchen vom Dorf, wird nach Moskau geholt. Dort soll sie zur olympiareifen Spitzenathletin der Sowjetunion gemacht werden. Zum ersten Mal sieht Nina den Kreml. Und ist beeindruckt von der Metro. Zahllose Helden der Arbeit hatten sie in den 30er Jahren für Stalin in Moskaus Erde gestampft. Auch Nina will ihrem Staat jetzt alle Ehre machen. In Helsinki 1952 als Sportlerin der ersten sowjetischen Olympiamannschaft. Wie wir das volle Stadion sahen mit 100.000 Menschen und bis zu 11 Sportwettkämpfe, die gleichzeitig ausgetragen werden konnten. Und die Fans, wie sie ihre Sportler anfeuerten, manche mit Rasseln, andere mit Pfeifen. Die Deutschen feuerten Gisela Mauermeier an. Doch das war für mich nicht so angenehm, denn ich bin ja in einem Gebiet aufgewachsen, das die Deutschen besetzt hatten. Und jetzt hörte ich sie Heil Gisela rufen. Da klang für mich noch etwas anderes mit. Ich wollte das alles nicht hören und holte aus. Wie ich mich drehte, ich weiß es nicht mehr. Ich ließ den Diskus los und hatte noch das Gefühl, dass er irgendwie vom falschen Finger abgegangen ist. Und dann Stille. Im Stadion herrschte vollkommene Stille. Der Diskus fliegt und alle sehen, wo er landen wird. Und er fliegt über 50 Meter. Alle sehen zum ersten Mal so einen Wurf. Und dann folgte natürlich die Reaktion. Und ich hörte nur die Leute. Nina denkt wieder an den Krieg und wirft olympischen Rekord. Es ist ihr persönlicher Sieg über die Deutschen, 7 Jahre nach Kriegsende. Als unser Radiosprecher damals mit seiner lauten Stimme verkündet hatte, der Krieg ist zu Ende, das wiederzugeben ist unmöglich. Solch ein Jubel, so viele Tränen, Freude und Schmerz. Denn so viele waren gefallen und kamen nicht mehr zurück. Der Tag des Sieges. Es gibt ein gutes Lied mit Tränen in den Augen. Ich gehe immer noch jedes Jahr zum Tag des Sieges auf den Militärfriedhof. Im Mai blüht dort der Flieder und auf jedes Grab lege ich Blumen. Nicht ohne Tränen. Denn nichts hat die Menschen in der Sowjetunion so zusammengeschweißt wie der Sieg über die Deutschen im großen Vaterländischen Krieg. Tausende Soldaten wurden damals als Helden der Sowjetunion mit dem Goldenen Stern ausgezeichnet. Im Moskauer Club der Helden hält man die Erinnerung an diese Retter des Vaterlandes wach und die an ihren Generalissimo Stalin. Der Vorsitzende des Clubs ist selbst ein Held und General. Als der Krieg 1945 zu Ende war, war ein Drittel der Güter in der Sowjetunion zerstört. Ein Drittel. Und dann sind gerade mal 7 Jahre vergangen, bis alles wieder aufgebaut war. Und schon 1950 hatten wir Flugzeuge und Atombomben.
Können Sie sich das vorstellen? Dabei sind ja 27 Millionen Menschen umgekommen. Und wie viele waren noch überall verstreut? Und 15 Millionen Verwundete, Invalide. Und dennoch, diese Menschen haben die Volkswirtschaft wiederhergestellt. Und dann ging es aufwärts. Der Stolz auf den großen Sieg sollte die Verbrechen der Vergangenheit vergessen machen. Tausende Offiziere hatte Stalin in den 30er Jahren während des großen Terrors exekutieren lassen. Und im Krieg galt sein Befehl, keinen Schritt zurück. Millionen Rotarmisten trieb er so in die Gefangenschaft oder den sicheren Tod. Doch nach dem Sieg gibt es nur noch Helden. Und alles, was zählt, ist der glanzvolle Aufstieg zur Supermacht. Wir haben als Erster ein Raumschiff ins Weltall geschickt. Wir haben als Erster ein Tier in den Kosmos gebracht. Wir haben als Erster ein Raumschiff mit einem Menschen an Bord ins All geschickt. Die erste Frau. Wir waren die Ersten im Kosmos. Ja, diese Erfolge gab es. Und das Land bewegte sich in einem schnellen Tempo voran. Militärisch, technisch, kulturell. Auf allen Gebieten will man dem Westen überlegen sein. Und natürlich auch im Sport. Nina Ponomareva hat die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. Die Olympiasiegerin darf die ganze Pracht des Kremls jetzt auch von innen bestaunen. So wie hier beim Ball des Sportes. Für ihren märchenhaften Aufstieg vom Dorfmädchen zur Sportheldin wird Nina ihrem Staat für immer dankbar sein. Sie darf zu Wettkämpfen in der ganzen Welt reisen, wenn auch unter strenger Kontrolle. Wenn wir zum Wettkampf ins Ausland fuhren, hat man uns von der Abteilung 11 des Zentralkomitees der Partei zu sich gerufen. Und dann ging es los. Dies darfst du nicht, das darfst du nicht. Du darfst mit keinem Ausländer sprechen, nur zu zweit unterwegs sein, aber nicht mit mehr als drei Leuten. Nichts war erlaubt. Und dann so wenig Geld. Und du kannst dir nichts kaufen. Nina hätte sich gerne im Ausland mit all dem eingedeckt, was in der Sowjetunion gar nicht oder nur schwer zu kriegen war. Auch wenn sie zahlreiche Privilegien genoss und es ihr besser ging als den meisten Menschen. Oft fehlte es an den einfachsten Dingen des täglichen Lebens. Ja, es gab auch Mängel vor dem Hintergrund all dieser Erfolge des Landes. Die Menschen mussten sich stark einschränken. Ich spreche gar nicht mal von Reisen ins Ausland, sondern davon, wie es im Land selbst war. Man hat nicht auf den Alltag der Menschen geachtet. Es ging nicht darum, was die Menschen zum täglichen Leben brauchten. Man baute gigantische Fabriken und Kraftwerke. Das alles entwickelte sich rasend schnell, anders als heute. Aber für das Wohlergehen der Menschen selbst wurde zu wenig getan. Und darunter litten vor allem die Frauen. Sie waren zwar gleichberechtigt und arbeiteten auch in Berufen, die im Westen noch lange als Männerberufe galten. Aber für den Haushalt waren sie meist trotzdem allein zuständig. Und das oft ohne Staubsauger oder Waschmaschine. Einkaufen war mühsam. Organisieren, Schlange stehen, nach Hause schleppen. Und in der Mode lag klar der Westen vorne. Kleidung im Einheitslook. Die Sehnsucht nach ein bisschen Schick wurde Nina während eines Sportwettkampfes in London zum Verhängnis. Nina Ponomareva wird beschuldigt, in einem Geschäft an der Oxford Street 5 Hüte gestohlen zu haben, im Gesamtwert von 1 £, 12 £ und 11 pence. Sie wird vor das Polizeigericht geladen, erscheint aber nicht. Ein Haftbefehl wird ausgestellt. Innerhalb weniger Stunden wird aus einer Lappalie ein internationaler Skandal. Das russische Team verlässt den Wettkampf unter Protest. Diese Damen nehmen meine Tüte und schmeißen meine Sachen raus. Plötzlich geht die Tür auf und ein junger Mann kommt rein und sagt mit so einer Piepsstimme: Ich werde Ihr Übersetzer sein. Aber mich hat doch niemand gefragt, wer ich überhaupt bin.
Ich hätte doch auch eine Französin sein können. Woher wussten Sie denn vorher, dass ich einen Übersetzer brauche? Wer hat mich denn schon gefragt, wer ich bin? Die Leute wussten es vorher. Nina vermutet eine Verschwörung. 6 Wochen lang, bis zur Gerichtsverhandlung, wird sie in der sowjetischen Botschaft abgeschirmt. Tausende Schaulustige wollen die stramme Russin sehen. So wird sie in den Zeitungen verspottet. Dann darf Nina Ponomareva gegen ein geringes Strafgeld das Land verlassen und soll wenig später bei den Olympischen Spielen in Melbourne antreten, weitgehend untrainiert und trotz einer Verletzung. Wenn man damals schon auf Anabolika kontrolliert hätte, dann wäre ich disqualifiziert worden. Ich konnte meine Zunge nicht mehr bewegen wegen dem Novocain. Es gab 6 Versuche. 6-mal hörte ich, wie mein Muskel knackt. Ich hatte ein riesiges Hämatom. Aber ich musste dort antreten, tot oder lebendig. Sonst hätte es geheißen, seht ihr, sie ist schuldig. Und so habe ich auf einem Bein den 3. Platz belegt. Olga Fikotova hat gewonnen. Da konnte ich nichts machen. Das war mein tragischster Wettkampf. Ich habe Bronze gewonnen. Auf dem Zahnfleisch. In Helsinki lagen im Medaillenspiegel noch die USA vorne. Jetzt in Melbourne 1956 wurde die Sowjetunion mit Abstand zur erfolgreichsten Nation. Auch dank Nina Ponomareva. Ein Jahr nach Melbourne eröffnete die Sowjetunion unter Khrushchev das Raumfahrtzeitalter. Zum Schrecken der Amerikaner schossen die Sowjets den 1. Satelliten ins All und sorgten bald für eine kosmische Sensation nach der anderen. Es schlug die Stunde der Weltraumhelden. Valentina Vladimirovna Tereshkova. Die erste Kosmonautin der Welt. Name und Symbol einer ganzen Epoche, die mit der Öffnung des Kosmos Menschheitsgeschichte geschrieben hat. Valentina Tereshkova ist nach wie vor die vielleicht bekannteste Frau Russlands und geht im Kreml noch heute ein und aus. Doch auch ihr Weg zum Ruhm war weit. An Valentinas Kindheit in Jaroslawl erinnert das bescheidene Elternhaus. Als junges Mädchen arbeitete sie, wie ihre Mutter, in der Textilfabrik. Doch jede freie Minute verbrachte Valentina Tereshkova hier im Fliegerclub. Sie lernte Fallschirmspringen und wollte bei einer Flugschau die Mutter beeindrucken. Mit einem Sprung in die Wolga. Bei uns ist die Wolga nicht sehr breit, vielleicht 800 Meter. Deshalb war es das Wichtigste, das Wasser zu treffen. Ich sprach noch mit meinem kleinen Bruder Wladimir. Er war zusammen mit meiner Mutter dort. Wenn man aus dem Flugzeug sprang, dann wurde immer der Name des Sportlers ausgerufen, wo er arbeitet und wie viele Sprünge er hat. So rief man auch mich aus. 30 Sekunden dauerte es, bis sich der Fallschirm öffnete. Zusammen mit dem Fallschirm wurde man dann auf einem Boot aus dem Wasser gebracht. Und dann bin ich ganz nass in meinem Anzug zur Mutter gegangen. Mama, hast du gesehen, wie ich gesprungen bin? Sie hat mir sehr ernst und streng geantwortet: Wenn du abstürzt, brauchst du mir nicht mehr nach Hause zu kommen. Die Mutter ist kategorisch gegen das Fliegen. Doch Valentina hat einen kühnen Traum. Mehrfach bewirbt sich die flugbegeisterte Fabrikarbeiterin bei der sowjetischen Raumfahrtbehörde. Sie hat gehört, dass dort eine mutige Frau gesucht wird. Es gab da so ein Gespräch. Wollen Sie auf modernen Flugapparaten fliegen, fragte man mich. Sie sprachen noch nicht vom Kosmos oder so etwas. Nun, natürlich, wer wollte das nicht? Natürlich waren wir alle von Juri Gagarins Flug angespornt.
Und noch im selben Jahr wurde ich nach Moskau eingeladen. Es war genau im Dezember 1961. Und bevor alles begann, musste ich noch eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben. Für ihren Traum ist sie bereit, alles zu geben. Valentina bewahrt Stillschweigen und stellt sich den Experimenten der Ingenieure und Mediziner. Die 26 Jahre junge Frau besteht die Torturen und bekommt den Auftrag, als erste Frau in der Geschichte der Menschheit ins Weltall zu fliegen. Ich hatte überhaupt keine Zweifel. Und außerdem, verstehen Sie, es war so eine Zeit. Vielleicht waren wir nicht so gut angezogen. Vielleicht konnten wir uns nicht immer satt essen. Aber wir waren geistig stärker. Für uns hat niemand irgendwo ein Wort eingelegt. Denn die ersten Kosmonauten kommen ja fast alle aus der Generation der Kriegskinder. Bei vielen von uns sind die Väter im Krieg gestorben. Man hatte nur sich selbst. Und diesen großen Wunsch, etwas Nützliches zu tun. Hinter jedem von uns stand ja eine Stadt, standen die Bürger. Wir vertraten ja Russland, die Sowjetunion. Natürlich waren wir zu allem bereit. Am 16. Juni 1963 verlässt Valentina Tereshkova an Bord der Vostok 6 die Erde. Je weiter dich die Trägerrakete mit dem Raumschiff ins Weltall trägt, umso näher fühlst du dich der Erde. Dieses Gefühl ist sehr schwer mit Worten zu beschreiben. Du verstehst, dass du die Tochter oder der Sohn dieser Erde bist, dieser Wiege. Alles funktioniert hervorragend. Ich kann Sie gut verstehen. Man nennt Sie ja Tschaika, die Möwe. Aber darf ich einfach Valja zu Ihnen sagen? Die Erde, sie ist unglaublich schön. Ganz anders, als man sie kennt. Jeder Kontinent hat seine eigene Farbe. Diese Bilder brennen sich in dein Gedächtnis ein. Und dieser unglaublich schwarze Himmel, der mit Sternen bedeckt ist. Jetzt ist die ehemalige Fabrikarbeiterin die berühmteste Frau der Sowjetunion. Sie habe ihre ehrenvolle Aufgabe erfüllt. Das meldet sie stolz dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei und Partei- und Regierungschef Chruschtschow. Sie wird zum Idol für Millionen Sowjetbürger. Für Chruschtschows Propaganda ist sie ein Geschenk. Als strahlende Botschafterin der Sowjetunion wird Valentina Tereshkova bald die ganze Welt bereisen und in der Kommunistischen Partei Karriere machen. Natürlich bekommt sie den Goldenen Stern, einer Heldin der Sowjetunion, verliehen. Valentina heiratet auch einen Helden der Sowjetunion. Chruschtschow persönlich spricht den Hochzeitstoast. Ein Jahr nach der Hochzeit kommt ein echtes Heldenkind zur Welt, die kleine Elena. Und sowjetische Illustrierte inszenieren das perfekte Familienglück der berühmten Kosmonautin. Ich wollte immer, dass meine Mutter mir näher ist. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr Zeit mit mir verbringen würde. Aber sie war ein Mensch des Staates. Daran konnte ich leider nichts ändern. Sie war dem Staat verpflichtet aufgrund ihrer Heldentat. Sie hat nie sich selbst gehört.
Die kleine Tochter wird jedes Mal traurig, wenn wieder der Koffer geholt wird. Denn die Mutter ist fast immer unterwegs, im Auftrag von Staat und Partei. Valentina Tereshkova ist schon zu Lebzeiten eine Legende geworden. Doch auch wenn sie dem Ruhm ihr Privatleben opfern musste, Valentina würde heute alles wieder genauso machen. Ich habe viele Jahre über den Mars geforscht. Ich möchte so wahnsinnig gerne zum Mars fliegen. Nicht nur die unendlichen Weiten des Weltalls galt es zu erobern. Auch auf der Erde brauchte die Sowjetunion Helden, um das riesige Land zu erschließen und sozialistische Siedlungen aus dem Boden zu stampfen, in den unwirtlichsten Gebieten Sibiriens. In den 70er Jahren ruft Staats- und Parteichef Brezhnev die Jugend der Sowjetunion in die Taiga, um das Bauwerk des Jahrhunderts zu errichten, die Baikal-Amur-Magistrale, kurz BAM. Eine fast 4000 Kilometer lange Eisenbahnstrecke quer durch Sibirien. Ein sowjetisches Großprojekt, nur mit schier unmenschlicher Anstrengung zu verwirklichen. Als ich dort ankam, wurde ich in die Brigade von Viktor Ivanovich aufgenommen. Damals kannte ich ihn noch nicht. Ich habe nur gesehen, dass er der Kommandant war. Und wir waren 600 Leute mit solchem Enthusiasmus und voller jugendlichem Elan. Man wollte unbedingt arbeiten und etwas aus seinem Leben machen. Einige sagten, du wirst vielleicht für ein halbes Jahr wegfahren oder sogar ein ganzes Jahr. Aber ich wusste in meinem Inneren, ich fahre dorthin und ich werde arbeiten, solange es nötig ist. Wie jung wir waren. Slava und sein Freund und damaliger Brigadenchef Viktor Ivanovich erinnern sich an ihre besten Zeiten. Sie waren glühende Jungkommunisten und glaubten an den großen sozialistischen Traum von einer neuen Welt, von neuen Städten in unwirtlichen Gebieten, an den Fortschritt durch die Erschließung der gigantischen Rohstoffvorräte Sibiriens. Zuerst mussten die Mechaniker die Erde wegschaufeln. Dann kamen wir, um die Gleise zu verlegen. Sie also schaufeln und schaufeln. Und wir holen sie ein. Einmal wollten wir bei ihnen zu Mittag essen. Wir gingen also zu ihren Wagen, in ihre Kantine und wollten bei ihnen essen. Aber sie sagten, wir geben euch kein Essen. Nie lasst ihr uns ausruhen. Kaum haben wir die Erde weggeschaufelt, seid ihr schon wieder da. Nachts seid ihr mal kurz weg. Und morgens steht er schon wieder da. Dann habe ich meinen Vorgesetzten gefragt, was ich machen soll. Und er sagte, hör nicht auf sie. Im Gegenteil, treib sie weiter an. Natürlich beschweren sie sich. Aber eigentlich sind sie doch froh, dass du sie immer einholst. Viktor Ivanovich trieb seine Leute an. Und immer war seine Brigade die schnellste. Wenn es kälter war als minus 45 Grad, gingen wir nicht zur Arbeit. Erst wenn die Sonne rauskam und es um die minus 42, minus 40 Grad wurde. Wir warteten auf der Strecke, das Auto stand in der Nähe und wenn es dann minus 42 Grad war, fuhren wir zur Arbeit. Es ist eine grausame Schönheit dort. Viktor Ivanovich und Slava Aksenov glauben fest daran, dass sich ihr Einsatz lohnt, trotz der extremen Kälte und der harten Arbeitsbedingungen. Die BAM soll einmal Menschen verbinden und Rohstoffe transportieren aus den entferntesten Gebieten des riesigen Sowjetreiches. Und gut zwei Jahre, nachdem Viktor und Slava in die Taiga gegangen sind, so erzählen sie es, erreicht ihre Eisenbahnstrecke die erste Siedlung. Und die ganze Siedlung,
Da waren auch kleine Kinder, alle in Mützen eingehüllt, denn es war ja kalt. Sie alle liefen dem Zug entgegen. Das war solch eine Freude. Das war so schön. Und gleichzeitig waren wir stolz darauf, was wir machten. Der Kommandant Viktor Iwanowitsch Lakumow wird zu einer der wichtigsten Leitfiguren der BAM und zum Helden zahlreicher Propagandafilme. Für mich war er ein Vorbild. Und er ist es immer noch und wird es immer sein. Für mich gibt es meine Eltern und Viktor Iwanowitsch. Und seine Frau hat Slava natürlich auch an der BAM gefunden. Die Hochzeit wird von einem staatlichen Filmteam begleitet. Und den Toast spricht Viktor Iwanowitsch. Es gab viele Feste und fröhliche Bilder fürs Fernsehen. Sie sollten für beständigen Nachschub an Arbeitern sorgen. Versprochen wurde ein großes Abenteuer, das junge Menschen im Dienste des Sozialismus freiwillig eingehen sollten. Mit sauberen Händen wird die BAM gebaut, so versprach es Brezhnev. Denn mit der BAM hatte er ein altes Vorhaben Stalins aufgegriffen. Von 1937 bis zu Stalins Tod schufteten tausende Gulag-Häftlinge an der Strecke. Zwangsarbeiter. Viele überlebten es nicht. An ihren Gräbern in den sibirischen Wäldern kann man die Züge auf der Trasse hören. Auch Brezhnevs Freiwillige arbeiteten hart und fern der Heimat. Es gab Unfälle und Verletzungen. Doch im Gegenzug bekamen die Arbeiter nicht nur Lohnaufschläge, sondern auch Orden und Auszeichnungen. Slava Aksenow litt unter einer Entzündung der Nervenwurzeln und lag in einer Klinik, als er offiziell zum Helden gemacht wurde. Da hat mich gerade mein Freund Sascha besucht und ich sagte, Sascha, gerade kam die Meldung im Radio, wir wurden als Helden der Arbeit ausgezeichnet. Er hat mich sofort umarmt, doch dann sagte er, Slava, ich kann es nicht glauben, bis ich das nicht selber gehört habe. Das ist ernst, sagte ich, über solche Sachen scherzt man doch nicht. Lass uns Champagner holen. Das muss gefeiert werden. Slava und Viktor widmeten der BAM ihr Leben. 10 Jahre nach Baubeginn, Mitte der 80er Jahre, war der Großteil der Trasse vollendet. Die Züge rollen von Taischet, dem Streckenkilometer Null, mehr als 3000 Kilometer weit bis in den fernen Osten des Landes. Doch die großen wirtschaftlichen Erwartungen erfüllten sich nicht. In Taischet, wo alles begann, erinnern bis heute die aus Holz gebauten Baracken an die ersten Männer und Frauen, die dem Ruf in die Taiga gefolgt waren. Das Wichtigste ist doch, dass wir es noch erlebt haben, dass die BAM als wichtigstes Bauwerk des Jahrhunderts gilt. Im 20. Jahrhundert haben wir sie gebaut. Und im 21., 22. und noch im 23. Jahrhundert wird sie uns dienen. Solange wir leben, solange Russland lebt, wird sie uns Nutzen bringen. Schon unser Dichter Lomonossow hat gesagt, dass das russische Reich von Sibirien leben wird. Und es gibt doch noch so viel unerforschtes Gebiet entlang der BAM. Alles liegt noch vor uns. Das Leben geht weiter wie auf einer Baustelle, heißt es in einem berühmten Lied über die BAM. Damit die Erinnerung an Männer wie Slava und Viktor nicht verblasst, gibt es in Moskau seit einiger Zeit ein neues Museum. Das Museum der Helden. Dafür stark gemacht hat sich der Club der Helden.
Neben unterschiedlichsten Orden, Reliquien und Fotos findet sich dort auch ein Porträt des Vorsitzenden des Heldenclubs, General Nikolai Antoschkin, selbst Held der Sowjetunion. Die höchste Auszeichnung, Held der Sowjetunion, war damit verbunden, dass der Held sogar bereit war, sein eigenes Leben zu opfern. Die Heldentat bringt der eigenen Seite Vorteile, doch das Wichtigste ist, dass sie zum Wohle der Menschen erfolgt. Tatsächlich hat der General der sowjetischen Luftwaffe sein Leben zum Wohle der Menschen aufs Spiel gesetzt, als er im April 1986 den Einsatz seines Lebens fliegen sollte. Die Sowjetunion war nicht nur die erste Nation im Weltall. Sie hat 1954 auch als erste Nation der Welt ein Kernkraftwerk in Betrieb genommen und baute in den 70er Jahren eine Stromfabrik, die einmal die größte der Welt werden sollte. Die Gigantomanie kannte keine Grenzen, bis Reaktor 4 der sowjetischen Musteranlage Tschernobyl in die Luft flog. Ich hatte in dieser Zeit Bereitschaftsdienst und saß am Telefon. Der Kommandeur war im Urlaub, seine Vertreter auch. Aber es musste ja jemand auf Abruf bereitstehen. Und das war ich. Alle Befehle vom 26. April gingen über mich. Der General soll die besten Hubschrauberpiloten der Roten Armee zusammentrommeln und zum havarierten Kernkraftwerk Tschernobyl fliegen, um den Reaktor von oben mit Sand zuzuschütten. Wir ließen 30 Hubschrauber kreisen, ununterbrochen, den ganzen Tag, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und das unter den Bedingungen. Die hohe Radioaktivität, die extreme Hitze. Der Hubschrauber verlangsamt die Geschwindigkeit, schwebt fast über dem Reaktor und dann wirft der Bordtechniker die Säcke runter, hängt mit dem Sicherheitsgurt über Bord, die Tür geöffnet und so hat er dann diese Säcke runtergeworfen. Und die Säcke waren etwa 60, 80 Kilogramm schwer. 8 oder 10 Säcke warf er runter, dann kam der nächste Hubschrauber. Nach 2 oder 3 Ausflügen übergab sich der Bordtechniker, wegen der Hitze und der Radioaktivität, der harten Arbeit. Der General hat Glück. Er überlebt seinen gefährlichen Einsatz. Viele Helfer der ersten Stunden sterben noch im selben Jahr. Tausende der sogenannten Liquidatoren und Menschen in den verseuchten Gebieten erkranken an Krebs und sterben an den Spätfolgen. Innerhalb von 10 Tagen habe ich 11 Kilo Gewicht verloren. Und ich habe mehr als 600 Röntgen abbekommen. Mehr als 600. Und schlafen konnte ich das erste Mal erst am 5. Tag, 4 Stunden. Ich erinnere mich jetzt noch, wie schlimm das war. Ich habe einen Soldaten neben mich gesetzt, gab ihm einen Wecker und einen Eimer mit Wasser und stellte den Wecker in einen anderen, einen leeren Eimer, damit er lauter klingelt. Und dann hatte ich das Gefühl, kaum habe ich meinen Kopf auf das Kissen gelegt, die Augen zugemacht, rüttelt mich der Soldat: Genosse General, stehen Sie auf, Sie haben schon 4 Stunden geschlafen. Ich habe ihm fast eine runtergehauen. An diesem Tag, im April 86, ist mehr in die Luft geflogen als ein Kernkraftwerk. Der neue Staats- und Parteichef Gorbatschow verspricht Glasnost, Offenheit. Doch die Vorgänge um Tschernobyl werden verschleiert und seine Wirtschaftsreformen greifen nicht. Im August 1991 hält die Welt erneut den Atem an. Panzer in Moskau. Ein Putsch der kommunistischen Hardliner gegen Gorbatschows Reformpolitik. Die Soldaten halten schließlich doch zum Volk. Die Putschisten hatten Gorbatschow auf der Krim festgehalten. Er ist der letzte Staatspräsident der mächtigen Sowjetunion. In den Stunden der Angst übernimmt Jelzin das Ruder, der Präsident der Russischen Republik. Wenige Monate später, im Dezember 1991, wird die Sowjetunion aufgelöst. Heute, 20 Jahre nach ihrem Untergang, ist die Euphorie von damals vielerorts verflogen. Advanced Lied.
Und heute? 20 Jahre später? 20 Jahre lang wurde doch alles zurückgeworfen. Sehen Sie, in Moskau lebt man vielleicht noch einigermaßen, in Leningrad, also St. Petersburg auch. In den großen Städten, in denen es noch Produktionsleistungen gibt, lebt man noch einigermaßen. Aber in den kleinen Städten, in den Dörfern, geht es den Menschen schlecht. Tatsächlich hat das neue Russland vielen Menschen nicht den ersehnten Wohlstand gebracht. Und viele trauern den großen sowjetischen Errungenschaften und Heldentaten nach. Ihre neu gewonnene Freiheit, aber auch die eher kapitalistischen Vergnügungen, würden die meisten von ihnen jedoch nicht wieder eintauschen gegen die Diktatur der kommunistischen Partei. Nina, die erste Olympiasiegerin der Sowjetunion, fand sich plötzlich in einer unabhängigen Ukraine wieder. Als sich alles aufgelöst hat, ging es mir so wie vielen anderen. Nun bekam ich eine Rente von 49 ukrainischen Grivnen und 53 musste ich für die Wohnung zahlen. Wie sollte ich das machen? Ich war obdachlos. Freunde halfen Nina. Sie zog aus der Ukraine nach Moskau. Die einstige Sportheldin kann heute wieder, mehr schlecht als recht, von ihrer Rente leben. Viktor Lakomov und Slava Aksenov sind in Sibirien geblieben. Sie schwelgen in ihren Erinnerungen und verstehen ihre Ernennung zu Helden der Arbeit als lebenslange Aufgabe. Die Auszeichnung anzunehmen und sie mit Würde zu tragen, zu beweisen, dass du sie wirklich verdienst. Man hat dich als Held der sozialistischen Arbeit ausgezeichnet und jetzt musst du diesen Titel dein ganzes Leben lang mit Würde tragen. Das ist nicht einfach. Valentina Tereshkova hat in ihrer Heimatstadt ein Planetarium bauen lassen. Die stolze Kommunistin von einst vertritt heute Putins Partei Einiges Russland in der Duma von Jaroslawl. Ihre Orden und Auszeichnungen lassen sich kaum noch zählen. Hier bekommt sie gerade einen der höchsten Staatspreise Russlands für ihr gesellschaftliches Engagement. Valentina Tereshkova wird es freuen, dass auch für die russischen Schulkinder von heute ein Ausflug zur großen Stella, dem berühmten Raketendenkmal in Moskau, zum Pflichtprogramm zählt. So wie einst für ihre sowjetischen Mütter und Väter.